Das Hochwasser hat am Wochenende unter anderem im Oberpinzgau große Schäden angerichtet. Doch jetzt gehen die Pegelstände zurück, die Lage entspannt sich leicht. Fest steht, ohne die Dämme und das riesige Rückhaltebecken wäre die Stadt Mittersil überflutet worden. Hätten wir diesen Hochwasserschutz nicht gemacht, dann wäre die Lebensgrundlage hier im Oberpinzgau nicht mehr gegeben. Dann wären nicht nur einzelne Punkte nicht mehr besiedelbar, sondern dieses Problem wäre linear ein de facto Szenario, das man sich gar nicht vorstellen kann. Es ist ein riesiger Retentionsraum mit 1,7 Millionen Kubikmeter Nutzinhalt, der dazu dient, die Hochwasserwelle in der Salzach zu dämpfen. Man kann das vergleichen mit einer Badewanne. Die Badewanne füllt sich langsam und wenn sie voll ist, wird sie wieder entleert. Allerdings erst dann, wenn der Salzachwasserstand nieder ist, dass eben dadurch keine Überschwemmungen im Unterlauf ausgelöst werden. Doch was, wenn es weiter geregnet und das Retentionsbecken nicht ausgereicht hätte? Der Damm würde stehen bleiben, aber das Wasser, was drüber strömt, sammelt sich dann wiederum in einer Badewanne. Und diese Badewanne heißt dann leider Ortszentrum Mittersil. Wir haben de facto Glück gehabt. Einige zusätzliche Zentimeter hätten uns ein riesiges Problem und eine Flutung des Ortes gebracht. Im Nachhinein zu sagen, gut gegangen, aber wir lernen jetzt zusätzlich dazu, es gibt keine Möglichkeit mehr, diesen Hochwasserschutz zu erhöhen. Wir müssen mit dem auskommen und vielleicht noch ein paar Optimierungen im Hinterland. Wir sind in einem Stadium angelangt, wo wir jedes Mal, wenn große Niederschläge kommen, trotzdem zittern müssen.